irisgartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobel und unser Thema heute die Rhododendron-Hybride Madamassan. Ich weiß nicht, woher dieser Eindruck kommt, aber mich erinnern die Blüten so ein bisschen an Schmetterlingsblüten. Es kann natürlich auch mit der hellgelben, senfgelben, grüngelben Zeichnung auf dem weißen Hintergrund, vor dem weißen Hintergrund der Blütenblätter, der oberen Kronblätter zusammenhängen. Aber mir hat, meine Assoziation, wenn ich diese Blüte sehe, ist immer Schmetterlingsblüten. Und das Weiß, das reine Weiß der Blüten und das Gelb des Flecks des Auges korrespondiert natürlich wunderschön mit dem extremen Dunkelgrünen des Blatts bei der Sorte Madamassan. Madamassan wird ca. 1,50 Meter hoch, etwa gleich breit, ist eine Rhododendron-Hybride, sollte also etwas absonnig, halbschattig gepflanzt werden, um auch im Winter vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt zu sein. Aber nehmen wir nochmals einen Blick von den wunderschönen Blüten und der wunderschönen Zeichnung hier. Oder hier. Weißer als weiß und vor diesem Hintergrund kommt dann die senfgelbe, grüne Zeichnung erst recht zur Geltung. Auch vor dem Hintergrund der dunkelgrünen Blätter.